Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Elodum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst, mit der Zwergenfee. Hier aus dem Team Rocket Hauptquartier. Ja, im letzten Part haben wir es geschafft, den Giovanni zu besiegen. Und den Atlas, den haben wir auch besiegt. Tja. Es scheint, als hätte sich das Dragozzo aus dem Shop gemacht. Ich schlage vor, du tust es ihm gleich und verschwindest von hier. Du kannst dich glücklich schätzen, dass Giovanni so gnädig ist und dich ziehen lässt. Und wage es ja nicht, ein großzügiges Geschenk für Kinderkram zu missbrauchen. Lass dich gefälligst eine sinnvolle Verwendung für das Silphscope einfallen. Das machen wir. Auf nach Lavandia. So sieht's aus, Lavandia auf die Turmspitze. Da können wir das Silphscope gleich verwenden. Ich glaube, es war die zweite Etage. Oder können wir als erste? Ist das dann der Ausgang? Na mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Hier, diese Tür ist jetzt offen. Daran kann ich mich daran erinnern. Die war verschlossen. So, hier geht's hoch. Ah, okay, und jetzt sind wir hier in der Spielhalle. Sehr gut. Na dann. Auf nach Lavandia. Aber wer bist du? Halt. Stopp. Hey. Jetzt müssen wir mit ihm sprechen. Hey, du! Du interessierst dich bestimmt für mich und meine geniale Erfindung, oder? Du willst doch bestimmt jedes kleinste Detail darüber erfahren. Hm? Ja. Nicht unbedingt, aber von mir aus. Na gut, wenn du darauf bist. Oh, Moment. Quiek. Entschuldigung, ich habe ganz vergessen, mein Megafon runterzudrehen. Darf ich vorstellen, ein Transportmittel, mit dem man durch die unendlichen Weiten des Himmels segeln kann. Jaha. Eine unglaublich fantastische Öffnung. Es ist keineswegs zu viel gesagt, das Ganze als geheime Technik zu bezeichnen. So sieht's aus. Es gibt da aber ein kleines Problemchen. Obwohl ich so viele Mühe in diese Öffnung gesteckt habe, sind die meisten Leute zu ängstlich, um es zu probieren. Aber du, man erkennt es sofort, dass du ein mutiges Mädchen bist. Und deshalb habe ich mich großzügigerweise dazu entschieden, dir die geheime Technik Himmelsritt beizubringen. Sag nicht, Evoli kann jetzt auch noch fliegen. Oh, wow. Immer langsam mit dem jungen Ponita. Es scheint, als sei dein kleiner Freund selbst ganz heiß darauf zu lernen, wie man mit meiner Öffnung umgeht. Kann das sein? Das gefällt mir. Dieses Pokémon ist eine Inspiration für uns alle. Also los! Du musst erst hier und anschließend da. Moment, hier drüben. Genau, die Steuerung. Mit den Ballons geht's aufwärts. Du musst hier und dann da. Hui! Verstehst du? Blacky hat Fliegen erlernt. Ist klar. Mit der geheimen Technik Himmelsritt kannst du dich an Orte tragen lassen, die du im Verlauf deines Abenteuers schon besucht hast. Öffne dazu einfach das Spielmenü und wähle mit Blacky spielen, um dort die entsprechende Geheimtechnik einzusetzen. Verstehe. Hier, ich schenke dir auch meine Erfindung. Dreht damit ein paar ordentliche Runden durch die Lüfte für mich, ja? Alles klar. Evoli kann Spaltschnitt, das habe ich noch akzeptiert, ist noch in Ordnung. Dass Evoli Spaltschnitt kann, habe ich, das ist den Zerschneiderbusch, das ist, habe ich kapiert, ist logisch. Evoli hat Blitz erlernt, als Blitzer, ja, vielleicht, eventuell,
Aber sie war noch keine Blitzer, also sie hat gerade Feuerattacken erlernt, also sie wird zum Feuer-Pokémon. Also Blitz schon mal. Unlogisch. Blacky erlernt Fliegen. Evoli erlernt Fliegen. Du willst mir. Das ist. Das Spiel will mir noch gerade ernsthaft verkaufen, dass ein Evoli fliegen kann. Also. Oh. Das mit der Tasse im letzten Part, das fand ich schon ganz lustig. Also. Aber hier, das ist. Och, Mann. Pokémon. Game Freak, was machst du mit mir? Und wo ist Lennificate, der ein neues Video zu unlogischen Dingen in Pokémon macht? Wo bleibt sein neues Video? Unlogische Dinge, Let's Go Evoli. Och, Junge. Mich regt das gerade irgendwie ein bisschen auf. Blacky ist zu erschöpft, um mit dir zu spielen. Ah, okay. Wenn sie erschöpft ist, wenn sie grau ist, kann sie also nicht fliegen. Nein. Ihr macht mich fertig, Game Freak, ihr macht mich fertig. Bisher ging es ja noch, also in den anderen Pokémon-Spielen. Ja, aber jetzt hier Pokémon Let's Go Evoli, also das ist nicht das erste Mal, dass ich hier über eine Sache zu lachen habe. Also dass Dodo fliegen kann, das ist schon schlimm genug, aber ein Evoli, das fliegen kann. Nee. Oh, Blick hat ein Geschenk für dich. Ein farbiges Stück Glas, das von den Wellen umspielt und so abgeschliffen wurde. Es fühlt sich etwas rau an. Aha. Dankeschön. Geheime Techniken. Da unten haben wir's. Spaltschnitt, Himmelsritt. Hier dieses Lichtkugel oder so weiter. Himmelsritt, okay. Ab nach Lavandia. Auf geht's. Ah, okay. Wird zumindest noch die Animation gezeigt. Okay. Ja, damit kann ich es akzeptieren. Das Luftballon-Vehikel, womit wir reisen. Trotzdem. Die Technik, die geheime Technik für Evoli. Auch wenn das jetzt hier durch das Fahrrad, durch das fliegende Fahrrad erklärt wird. Leute, ist ein bisschen merkwürdig selbst. Na dann, ab in den Turm. Oha, da steht doch der Modi wiederum. Dann wurde Tragossos Mutter also. Genau. Team Rocket schnappt sich ein Knugger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer zu verkaufen. Tragossos sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Team Rocket ist einfach das Letzte. Ja, das ist einfach furchtbar. Ich habe vorhin selbst beobachtet, wie Tragossos in diesem Turm verschwunden ist. Ich halte am besten auch nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Danke, pass auf dich auf. Okay. Gespenst sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Na komm, Modi. Ich komme jetzt dir mit. Ah, du kommst genau richtig, Zwergenfee. Unser Gespräch eben hast du gehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen? Aber klar doch. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Ich gehe auch ganz alleine. Es ist. Musst nicht mitkommen, Modi. Musst du nicht. Ich gehe auch allein. Ich habe jetzt ein Silphscope. Ich komme klar. So, hinauf. So, da sind auch schon die Geister. Können wir mit dem Silphscope enthüllen. Ja. Also, gibt's hier wirklich Gespenster? Huch, Zwergenfee, was hast du denn da?
Das Silphscope hat die wahre Gestalt der Gespenster enthüllt. Ja, nice. Oh, Nebulak. Wahnsinn. Die Gespenster sind also in Wirklichkeit nur Pokémon. Ach was. Nebulak und Apollo. Apollo und Nebulak. Hier lang vorbei. Ja. Oh Mann, eine Sackgasse. Okay. Vorsichtig. In keinen unnötigen Kampf geraten. Ein Nebulak. So, hier entlang. Und hinauf. Schön die Trainer umgehen. So kennen wir es ja. So. Trainerin. Huha. So, und hinauf. Okay, hier war dieser Aufladebalken. Das Aufladefeld. Die haben wir wahrscheinlich schon besiegt. Jo, haben wir. Du hast einen durch spirituelle Kraft geschützten Bereich betreten. Den Pokémon wurden vollständig geheilt. Ah, sehr gut. Und immer weiter hinauf. So, weil sie es schon besiegt. Ja, haben wir. Weiter, immer weiter nach oben. Ah, hier kommt die Stelle mit dem Gespenst. Verlasse diesen Ort! Okay. Verlasse diesen Ort! Und da taucht es auf, das Gespenst. Aber jetzt haben wir eine Waffe gegen es. Ah, das ist noch größer als vorhin. Zwergvieh, mach doch mal was. Was hast du vorhin gemacht? Zwergvieh blickt durch das Silphscope. Und? Besondere Technik wird ausgefahren. Ein Knogger. Ja, nice. Erlöst. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des kleinen Tragosso. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie ist ins Jenseits entschwunden. Tragosso, du bist also hergekommen, weil du deine Mutter sehen würdest. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter so geruselt habe. Deine Mutter. Ja, jetzt habe ich die Stimmung versaut. Sorry. Hör mal, Zwergfee. Ich will Tragosso nicht alleine lassen. Deshalb werde ich es nach Hause bringen. Könntest du dich für mich weiter oben nach einem gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du ihn nach Hause begleiten könntest. Wird erledigt. Du hast wirklich kein bisschen Angst? Was? Ich doch nicht. Ich habe Angst hier im Lavandia-Turm. In dem läppischen Turm hier. Nee, nicht doch. Da werde ich glatt neidisch. Irgendwie wirkst du jetzt viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Du hast Tragosso ganz alleine aus den Händen von dem Rocket befreit. Seit wann bist du so ein starker Trainer? Seit immer. Hey, zweifelst du hier gerade an meinen Trainerkräften? Egal. Dann kann ich die Sache ja beruhigt dir überlassen, Zwergfee. Komm, Tragosso, gehen wir. Okay, wir haben eine Challenge zu erledigen. Pokéball einsammeln. Sonderbonbon. Da haben wir schon ein paar von. Habe ich eben zum Rocketaub-Quartier schon ein paar bekommen. Eine breite Großtreppe hinauf. Na, dann schauen wir mal hier. Wenn das nicht Mr. Fuji ist. Oh nein, Team Rocket. Stehen bleiben. Team Rocket hat immer Vorfahrt.
Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich bis zur Spitze geschafft. Du bist der alte Futschi, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung an den Nagel gehängt hast. Aber damit ist jetzt Schluss. Du wirst wieder den Burg schlüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Du wagst es, uns zu ignorieren. Wir werden dich schon dazu bringen, mit unserem Boss zusammenzuarbeiten. Wart's nur ab. Nicht, wenn ich ein Wort mitreden darf. Hey, wir halten niemanden gerade einen Standpoker. Wenn du uns dazwischen funkst, kannst du etwas erleben. Ah, nice. Team Rocket-Kampf gegen Jesse und James. Jesse und James fordern dich heraus. Arrbock und Smogmog. Alles klar. Ist ja nicht so, als hätten wir die nicht schon mal besiegt. Okay. Auf ein neues. So. Nein. Ich möchte mit Blackie weiterkämpfen. Flackerbrand auf Smogmog, denke ich mal. Na komm. Ja, geht besser. Aber Verbrennung, das ist auf jeden Fall gut. Iktri vergräbt sich. Ja, die Schaufelattacke, die ist. Ja, diese Gift-Pokémon, das ist irgendwie auch ein bisschen lästig. Na komm. Dann mal Sternschauer auf beide. Na komm, Attacke. Und Jesse und James werden wir doch wohl noch besiegt bekommen. Das wird nicht so schwer sein. Zack, Arbok besiegt. Da war es nur noch Smogmog. Das war wahrscheinlich Jessys Pokémon. Level 22 für Flix. Sehr nice. Finster Aura. Hält durch, Dektri. Du musst noch einmal Schaufel einsetzen. So. Schaufner auf Smogmog diesmal. Und du einmal Doppelkick auf Smogmog, wen sonst. Und zack. Und zack. Na, das hat nicht viel gebracht. Aber gut. Liegt sie unter die Erde. Sehr gut, die Verbrennung bringt einiges. Und Evoli. Dann Marisu, Kyoteckel, haben wir alles ausprobiert. Ja, nicht auf Arbok. Oder so. Und Schaufler tut den Rest. Sehr gut. Nice. Mal wieder besiegt. Das Team Rocket, Steven, Jesse und James haben was ihnen mal wieder gezeigt, wo es lang geht. Dictri erreicht Level 30. Sehr nice. Jesse und James besiegt. Was ist dir eigentlich los? Das wirst du noch bereuen. Du gewinnst 3264 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Jesse und James hervor. Nicht schon wieder. Das war's wohl mit unserem Plan. Wir wollten doch nur den alten Futschi entführen, um uns Fleißsternchen beim Boss zu verdienen. Was sonst? Dann gehen wir eben nach Saffronia City und machen brav bei der Übernahme von Sylphs Company mit. Das war's dann wieder. Ein Schuss in den Ofen. Saffronia City also. Okay. Mr. Futschi, Hallöchen. Darf ich Sie mal stören? Wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was Team Rockets auf mich abgesehen haben? Ich war so damit beschäftigt, Knockers Seele zu beruhigen, dass ich nicht mitbekommen habe. Wie es scheint, hat Knockers Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich bei dir bedanken. Zwergenfee, wenn du deinen Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vervollständigen. Hier,
mir nicht sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Du erhältst die Pokeflöte von Mr. Fuji. Na, die brauchen wir auf jeden Fall. Auf dem Weg nach Saffronia City wahrscheinlich. Du verstaust das Item im Beutel. Der Klang der Pokeflöte hat eine belebende Wirkung. Er weckt selbst das müdeste Pokémon auf. Merk dir das, falls du jemals irgendwo auf ein schlafendes Pokémon treffen solltest. Wo wir wohl nur auf ein schlafendes Pokémon treffen könnten. Tja, mit denen haben wir schon geredet. Ja, da waren wir, eigentlich in jedem Haus. Können wir nochmal machen. Ach, so kuschelig. Pokémon sind so schön. Vor allem, wenn man sie in die Arme nimmt. Das Enton. Ton. Ich nenne dich Toni. Na komm. Nido. Na, Hallöchen, darf ich mit dir noch sprechen? Mr. Fuji war unterwegs, um die Seele von Knogger zu zünftigen oder so weiter. Da war ich zu schnell. Okay. Da würde ich mal sagen, nochmal schnell ins Pokémon Center. Kampf hinter uns. Immer das Pokémon Team heilen. Und dann geht's weiter auf dem Weg nach Saffronia City. So schaut's aus. Jo. Haben wir heute was geschafft? Haben wir in Lavandia den Turm befreit? Haben wir Lavandia von Geistern befreit? Tja. Auch mal den Mythos beseitigt. Route 12. Na dann, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Sollte euch dieser Part gefallen haben aus Lavandia City vom Turm, Pokémon Turm. Haben wir eine Seele von Knoggers Mutter befreit. Route 12 nach Lavandia. Ja, wir wollen in die andere Richtung. Denke ich doch, oder? Ja, na dann. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Am Ende verspielt man sich immer. Habt ihr noch eine angenehme fürstliche Zeit. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Haut da, Renne. Bis dahin. Ciao, ciao.